Hallo und herzlich willkommen zu einer Eilmeldung auf dem Kanal Alex von Mackie. Ich hatte im November in einem Video berichtet über den deutschen Reporter Billy Six, der in Venezuela verhaftet wurde wegen angeblicher Spionagetätigkeit. Ich hatte auch von den schlechten Haftbedingungen erzählt, auch andere YouTuber haben darüber berichtet und ebenso auch über den mangelnden Einsatz der Bundesregierung oder des Außenministeriums oder des Auswärtigen Amtes, um etwas für diesen jungen Mann zu erreichen. Billy Six hatte erbärmliche Haftbedingungen auszuhalten und zu überstehen. Er hatte zwischendurch auch eine ziemlich heftige Infektion. Ihm wurde die medizinische Versorgung vorenthalten. Also das war wirklich schrecklich. Er war auch die ganze Zeit über in einer Einzelzelle ohne Fenster, nur elektrisches Licht, keine anderen Menschen. Und die deutsche Botschaft hat ihn auch nur in der ganzen Zeit einmal besucht. Es gab auch eine Handvoll Telefonate mit der deutschen Botschaft, aber das war alles nur ziemlich halbherzig. Billy Six ist jetzt entlassen worden. Das heißt nicht, dass seine Anklage vom Tisch ist. Ihm drohen weiterhin ein Gerichtsverfahren wegen angeblicher Spionage und 28 Jahre Haft. Aber er ist nicht mehr im Gefängnis. Er darf Venezuela jedoch nicht verlassen und muss sich regelmäßig bei den Behörden melden. Die Tagesschau hat darüber berichtet. Man weiß nicht, wie der Sinneswandel zustande kam, ob aufgrund der vielen kritischen YouTube-Videos, die erstellt wurden, wo auch immer wieder die Bundesregierung angeprangert wurde, weil sie halt nichts oder zu wenig für Billy Six unternommen hat, ob das vielleicht ein Umdenken in der Regierung bewirkt hat oder, was die Tagesschau auch schreibt auf ihrer Seite, da ist jetzt auch die UNO vielleicht ins Spiel gekommen. Dort heißt es, derzeit ist ein UN-Team in Venezuela unterwegs, um einen möglichen Besuch der Hochkommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Michelle Bachelet, vorzubereiten. Ob die Freilassung von Billy Six mit der UN-Mission zu tun hat, war zunächst unklar. Also man weiß nicht, wie dieser Sinneswandel der venezuelischen Regierung jetzt zustande gekommen ist. Die Tagesschau berichtet jedenfalls und auch andere Mainstream-Medien haben das Thema jetzt aufgegriffen, dass Billy Six jetzt freigelassen wurde. Allerdings, wie gesagt, die Anklage ist nicht vom Tisch und er muss sich regelmäßig bei den Behörden melden, darf das Land nicht verlassen. Bleibt zu hoffen, dass dieser junge Mann, der sich meines Erachtens nicht zu Schulden kommen lassen hat, das Land bald wieder verlassen und nach Deutschland zurückkehren kann. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und verbreitet diese gute Nachricht weiter nach euren Möglichkeiten. Billy Six ist nicht mehr in Haft, aber wie gesagt, die Anklage ist auch noch nicht vom Tisch und er darf das Land nicht verlassen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alex von Mackie.